Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur dritten Folge von Superliminal. Wir sind im letzten Part hier angekommen und ich habe gerade, als ich das Video beendet habe, hier gesehen, dass auf dem Mond ein paar Sachen liegen. Wir standen ja hier hinten und ich habe da, man sieht es ganz kleines bisschen, ich habe das Video ausgemacht, gespeichert auf dem PC und dann habe ich das da gesehen. So, gehen wir näher, das ist ja der Mond, ne? Wir sind Sachen drauf. Hallo, mein Name. Is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Ja, also ich muss hier den Käse irgendwie größer machen. Wir müssen ja jetzt da irgendwie rauskommen, ne? Ich mach erstmal alles noch ein bisschen größer. Oh shit! Oh no! Ach fuck. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen blöd. Zerstöre eine Dose Limonade. Ja, das wollte ich aber nicht. Wunderbar. Scheiße, das da ist wahrscheinlich runtergefallen, ne? Das mal da hinten hin, ja, wird ein bisschen größer. Aber irgendwie auch nicht. Warum bin ich schlecht, so schlecht in Sachen größer machen? Guck mal, jetzt aber. Ja? Ja, okay, das ist doch schon mal eine ordentliche Größe. Oh, jetzt hab ich sie hier klein gemacht. Okay. Gib mir aber, oh shit, jetzt komme ich nicht mehr zur Limonade. So, hier. Okay, also geh du mal auf die Seite. Ja? Der Mond auch bitte. Ich muss jetzt erstmal den Käse wieder. Der Käse, der muss ganz groß werden. Größer. Größer. Ja, ja, so. Mal das da rauf, geht das? Ja, super funktioniert. Okay, aber das ist, oh shit, wo ist die Limonade hin? Hier. Moment, kann ich, machen wir das mal so. Den Käse da drauf. Oh, fuck me. Ich krieg den Käse nicht da drauf. No! Ah, jetzt sehe ich ihn nicht mehr, den Käse. Ah. Okay, er ist runtergefallen. Okay. Gut. Warte mal. Ja, das war nicht mal so schlecht, wie der da jetzt gerade platziert war. Ah, das muss näher da ran. Aber das bringt mir doch nichts, oder? Na, du blöde Dose. So, darauf bitte. Oh, shit. Bisschen groß, der Kollege, ne? So. Da so dranhängen. Och, es fällt runter. No! Oh! Okay. So, jetzt der Käse. Der Käse muss groß werden. Ungefähr so. So. Mond packen wir mal hier hin, so. Oh nein, ich komme nicht rauf. Das andere Teil fehlt mir. Fuck, ich muss mal zurück zum Speicherpunkt. So, ich meine, ohne das andere Teil kann ich das nicht machen. Macht ja keinen Sinn. So, der Mond bitte. So. Okay. Hallo. My name is Dr. Glenn Pierce. Ja, hi Glenn. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away.
Warum wird der Scheiß jetzt schon wieder nicht größer? Oi! Aber es ist halt so. So wird er immer ein kleines bisschen größer. Aber nicht wirklich so richtig groß, ne? Ja, schon besser. Oh, oh, jetzt ist er richtig groß geworden. Okay. So. Nochmal so. Okay. So, dann der Würfel. Wird sich auch schön groß werden. Oh shit, jetzt ist er schön klein. Auch gut. So. Ja, schon besser. Ja. Ja, guck mal, wie schön groß der Kollege hier wird. Ja. Warte mal. Pack das mal so dahin. Ich brauche jetzt hier noch die Limonade. So. Und so. Kann ich die nochmal kaputt machen? So. Wunderbar, okay. So. Also, dich brauche ich so richtig groß, okay? Ja, das passt ungefähr, so. Dann brauche ich dich, überhaupt da raufzukommen. So, was ist das da? Ah, das wäre eine fucking Tür. Lol. Das wäre die Tür. Ja gut, jetzt habe ich schon so viel gemacht. Jetzt gehen wir richtig raus da. So, bleib da oben. Nein, 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 nein. Ja. Ich könnte einen Moment. Ja. Ja, dreh dich ein bisschen. Ich brauche dich aufgestellt. Ja, aber so komme ich nicht hoch, oder? Nee, ich komme nicht hoch so. Oh fuck, jetzt habe ich es kleiner gemacht. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Pack mal dich da hoch, so. Irgendwie so. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Aha. Komme ich jetzt raus? Den Mond bitte da nach oben, irgendwie so. Oh shit, das ist zu steil. Oh, jetzt habe ich ihn klein gemacht, scheiße. Oh Gott. Okay, ich brauche dich wieder groß, mein Kleiner. Ja, bleib doch am besten irgendwie da oben, ne? Das wäre cool. Blöder Mond. Oh shit, nee, da sehe ich ihn nicht mehr. Ich brauche dich hier oben, Mann. Ja, nee, oben, nicht unten. Komm schon. Es muss eine bessere Lösung für das geben. Es ist so behindert. Also das Spiel ist irgendwie behindert, aber irgendwie auch geil. Na? Lass mich doch einfach flüchten von hier. Ja. Ja. Oh nein, es fällt runter. Okay. So. Come on. Schön groß werden. Ich könnte das vielleicht auch so machen. Moment, so. Dich machen wir richtig groß. Aber steh, bitte, ja, du musst aber auch stehen. Gut, das ist auch in Ordnung. So. Dann der Käse. Der muss. Der Käse, der muss aber kleiner sein als die Kiste. So. Die Kiste am besten noch größer. Irgendwie so. Nicht doch ein bisschen schräg, keine Ahnung. Ah, nee, das ist nicht das, was ich möchte. Da kannst du besser, blöder Würfel. So. Okay, dann machen wir mal
So, die Tür da hoch. Oh shit. Oh no. Wo ist sie hin, die Tür? Hallo? Weißt du was? Weg mit dem Quatsch hier. So. Weg. Ich nehme jetzt die normale Tür. So. Durch. Okay, wir nehmen den normalen Weg. Wenn's der andere nicht will. So, das ist der Fahrstuhl. Seize the day. Und jetzt... Oh, der fährt automatisch. Ist auch gut. Loading. Okay, das war Level 2 jetzt. Ah. Wahrscheinlich brauche ich länger als jeder andere, der das schon mal durchgespielt hat. So, neuer Tag, neues Glück. 4 Uhr. Was geht jetzt bis 12 Uhr oder so? Ruhe. Okay. Ja, na dann. Machen wir das Ganze nochmal. Einfach in einem anderen Gebiet. Keine Ahnung. Level. I don't know. Da jetzt so oder... Komm, geh mal kaputt. Geh kaputt. Warum gehst du nicht kaputt? Ah. Eine Red Soda. Ja, wegwerfen. Green Soda. Wo hat's keine mehr? Eine Diet Soda auch nicht mehr. Oh, kaputt. Okay, Stromausfall. Gut, weiter geht's. Oh shit. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Werde ich das oder nicht? Ich meine, was ist jetzt mit dem Würfel hier? Was bedeutet der? Egal. Wir gehen mal weiter hier in der ganzen Geschichte. Ins nächste Level. Okay. Curators only. Gut, 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 gut. Sind wir hier? Oh shit! Perception is reality. Your friendly Dr. Pierce will get through this. Aha. Ja, schön und gut, aber... Was ist das da? Na, guck mal. So kommen wir hoch mit dem Würfel. Ah. Private. Na, schade, kann man nicht reingehen. Na gut, weiter geht's. Noch ein Würfel. Jetzt haben wir hier hinten noch ein Würfel. Ah, die andere Hälfte des Würfels. Okay, das muss ich wohl so als eine Art Treppe benutzen. So. Wird mal richtig groß. Ja, ungefähr so. Das ist klasse. So, und dich packen wir hier hin. So. Okay. Es fängt immer easy an, bis dann so ein richtig... Oh! Ist also der richtige Brainfuck-Moment kommt, wie der hier. Gehen wir mal runter hier. Oh shit, wo bin ich? Where the fuck am I? Sag mal her. Das kann ich wegnehmen, okay. Nehmen wir mal mit hier. Professional tip, the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Ach, halt die Schnauze, du blöde Therapiefrau hier. Machen wir den mal so, da nach vorne. So, komm ich da schon hoch? Komm ich, okay. Weiter! Oh dear. Da. So irgendwie? Nein?
Gehen wir mal weiter. Employees only. Was hätten wir denn hier oben? Hier hat es noch eine Tür. Aber das stresst mich jetzt ein bisschen. Warum gehe ich das nicht hin? Why? Hello? Ich meine, so, nee, das ist nicht perfekt. Hier, da sieht man es. Das ist nicht perfekt. Ach du heilige Scheiße. Also GG an den, der das entwickelt hat, ne? Du bist ein fucking Genius. Du bist ein fucking Genius. Egal, gehen wir weiter. Ach Gott. Mein Kopf tut weh. Aha. Ich wegnehmen. Oh. What? Oh. Aha. Okay. What? Moment. Kann ich das zum Beispiel auch... Das könnte ich durch das Ganze machen, so. Oh mein Gott. Und das da? Den kann ich auch. Oh, aber weiter nicht, hä? Nee. Der geht auch nicht weiter. What? Mach da den mal nach unten. So. Okay, das wird nicht gehen. Okay. So, komm. Hallo. Zurück, so. Der muss ja ganz klar so da nach... Oben, okay. So. Könnte ich das auch einfach so machen, wenn ich draufstehe? Nee, dann geht's nicht, okay. Wieso? Nee, auch nicht. Ach du heilige Scheiße. Ja? Oh, fast. Ein bisschen müsste ich hoch. Vor allem was, aber was... What the hell is this? Kann ich... Nee, das geht nicht. Aber ich kann einfach so machen, ne? So. Wow. Okay. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Ja, aber ich hab grad Spaß in diesem Traum. Scheiße. Weg hier. Aber ganz schnell. Oh. Shit. Okay. Ja, wunderbar. Machen wir so. Mal weg da das Ding. So. Nein! Eine Rampe, bitte. Eine Rampe, hallo. Ey! So. Ja, das ist doch eine Rampe. Kann ich so hoch? Ja, wunderbar, ich bin einfach der G. Ich bin der G. Ah! Oh, Scheiße. Ach du heilige Kacke, du. Ist da unten irgendwas versteckt? Nee, da ist aber gar nichts. Gut. Oh shit, ich muss... Ja, okay.
Ja, jetzt. Okay. Ja. Verstanden. Ich brauch dich in groß, mein Kleiner. Ich brauch dich in ganz groß. Oder ich kann einfach so machen. Ja. Ja. Oh. Okay, dann kommst du dahin. Soll man sich hier eine Art Treppe zusammenbauen, ha? Nee, du musst da drauf gehen. Das ist das Ziel der Sache, mein Kleiner. So. Oh ja, ein mit zwei Blöcken. Und mit einem. So. Ja. Okay. Geschafft. Wunderbar. Und jetzt? Was? Was? Kann ich hier einfach runter? Oh, Scheiße, das wollte ich nicht! Oh Gott! Hä? Wo bin ich? Ah, ein Aufzug. Aha. Feeling lucky, so are we. Colliculus Casino und Amusements. Opening Weekend, 7 Uhr. Aha. The level is loading right now. Ja, wunderbar, ha? Huh? Ja, 5 Uhr. Gut. Ja. Morgen schon nach Gold im Mund und auch einen fertigen Part. In diesem Sinne, sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, Let's Ficky Ficky Your Brain. Ne? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Tag noch, meine Lieben. Bis morgen. Tschüss.